Wer mich schon etwas länger verfolgt, weiß, dass ich kein großer Fan davon bin, die Beete, die man anlegt, umzugraben, sondern hier mehr ein No-Dig-Verfahren zu machen, genauso wie die Natur, um halt hier das Bodenleben nicht stark zu zerstören. Die Ameisen, die Würmer, die Bakterien und die anderen Kleinstlebewesen sorgen schon dafür, dass der Boden fruchtbar, krümelig und vital bleibt. Allerdings habe ich nun eine Ausnahme gemacht. Ich habe doch die Grabgabel in die Hand genommen und auf Wunsch meines Vaters das eine Beet hier erweitert, wo auf der einen Seite die Zucchini wachsen und auf der anderen Seite die Kartoffeln. Aber warum habe ich das gemacht und nicht einfach ganz klassisch Karton und Kompost drüber getan und hier mit dem No-Dig-Verfahren gearbeitet? Also erstens hatte ich nicht genug Komposterde zur Verfügung, um jetzt zum Beispiel eine 30 cm hohe Schicht aufzuschichten, weil momentan die Komposte von den Kürbissen besetzt sind und die sind halt gerade am Abreifen. Ich möchte sie halt mehr für den Winter einlagern, auch wenn ich sie jetzt theoretisch gesehen hätte jetzt schon ernten können, aber müssen sie halt auch recht zügig dann auch von weggehen. Holzstämme und anderes organisches Material hatte ich jetzt auch nicht gerade zur Verfügung, um jetzt zum Beispiel ein Hügelbeet anzusetzen, weil das wird auch die Arbeit um einiges vereinfachen. Und ein Hügelbeet ist ein wunderbares Permakulturbeet, wo man hier sehr auf viele verschiedenen Stufen ganz tolle Pflanzen anbauen kann. Außerdem möchte mein Vater nicht, dass ich so viel Erde anhäufe, einfach aus dem Grund, dass wir halt eine Boden-Erdwärmeheizung haben und die ist auf einer bestimmten Bodentiefe und er hat halt Angst, wenn man halt dann zu viel Erde aufschüttet, dass halt dann irgendwann mit der Zeit das Rohr zu tief ist und die Heizung dann nicht funktioniert und dann müsste man hier im Bagger kommen, dann müsste man hier den ganzen Garten wieder aufreißen, Sachen wegmachen, das möchte er halt jetzt nicht und diesen Wunsch von ihm respektiere ich dann. Bevor hier eine Wohnsiedlung entstanden ist, war das ein ehemaliges Hopfenfeld und das hat stark seine Spuren hinterlassen. Also hier haben wir richtig harten, verdichteten Lehmboden, wo du mal an manchen Tagen jetzt zum Beispiel hier in dem Hochsommer, wo es ja eh schon so trocken ist, du brauchst da wirklich eine Spitzhacke, um überhaupt an den Boden reinzukommen oder richtig viel Kraftaufwand mit einer Grabgabe oder mit einem Spaten und das macht überhaupt gar keinen Spaß. Wir sind halt bei der Beeterweiterung so vorgegangen, dass wir die Grabgabel halt einfach genommen haben und dort, wo das Beet halt locker ist am Rand, einfach erweitert, weil halt nur ein kleines bisschen immer weiter, weil da ist es halt recht einfach, wenn man Stück für Stück da weiter vorankommt, ist jetzt nur so ein Dreiviertel von der Grabgabel tief und dort haben wir dann in der untersten Schicht dann Bokashi eingearbeitet und das werden wir halt dann über die Jahre immer wieder machen. Bokashi einarbeiten, Pflanzenkohle einarbeiten, Urgesteinsmehl, immer schön mulchen, dass halt dann der Boden durch das Bodenleben auch immer tiefgründiger durchlockert wird. Klar, wir hätten auch Sonnenblumen oder sowas reinsetzen können, aber da ist halt wieder so ein Zeitaspekt, weil in den ersten Jahren waren dann die Sonnenblumen recht klein, die würden halt dann mit ihren Pfahlwurzeln versuchen, den Boden aufzubrechen und im nächsten Jahr werden dann die Sonnenblumen zum Beispiel größer oder anderen Kulturen, das habe ich auch schon bei mir erlebt, zum Beispiel bei einer Wildblumenwiese, da war halt in einem Jahr der Fenchel recht winzig, der da aufgegangen ist und im nächsten Jahr, da habe ich dann dieses Jahr mal ein Video aufgenommen, der war dann 2 Meter groß, weil er sich halt daran gewöhnt hat und den Boden dann schön durchwurzeln konnte. Aber das Ganze ist natürlich ein Zeitaspekt. Klar hätte ich jetzt 2-3 Jahre warten können, bis der Boden schön tiefgründig locker geworden ist, dass man da schön sauber Kulturen reinsetzen kann, weil ich hatte schon mal zum Beispiel bei der Fläche, die ich davor hatte, bei den 1000 Quadratmeter, habe ich auch ein No-Dig-Verfahren gemacht und an einigen Stellen war halt dann die Erde nicht so gut, die war auch sehr verklumpt und lehmhaltig und da sind dann die Kulturen nicht so gut gewachsen, weil sie halt durch ihre feinen Wurzeln die ganze Energie von den jungen Pflanzen in die Wurzeln stecken mussten, bis sie da überhaupt wachsen können. Und da waren sie halt sehr klein und mickrig. Und da könnte ich jetzt auch, wie gesagt, ich könnte hier Sonnenblumen rauswerfen oder ich tue halt dann selbst das erste Jahr stark umgraben, dass halt hier der Boden richtig locker ist. Und in den nachfolgenden Jahren tue ich ihn halt dann pflegen, nicht mehr umgraben, höchstens mit der Broadfork oder mit der Grabgabel auflockern, immer wieder hier den Boden füttern mit Mulch und Gras und Holzhäcksel. Und versuchen, so wenig wie möglich in die Beete auch zu steigen, damit hier keine Verdichtung passiert. Mit Gründüngungspflanzen werde ich dann auch im Herbst und Winter arbeiten. Da kommt auch ein bisschen Sonnenblumen mit raus, Buchweizen, Phacelia, die ich dann einfach für den Winter dann stehen lasse, frieren dann ab, tun dann den Boden nochmal zusätzlich füttern und bewurzeln. Und im Frühjahr gucke ich dann, was ich dann für Salate zum Beispiel damit reinsetzen kann. Und für mich ist es halt eine gute Alternative halt für den Anfang, wenn man jetzt zum Beispiel nicht so viel Kartonage oder auch Kompost zur Verfügung hat, dass man sagt, okay, das erste Mal tue ich umgraben, den Boden wenden, aber dafür halt den Boden richtig schön pflegen und das halt nur einmal machen. Wenn ich das halt fertig mache, dann so gut
versuchen, dass sich den Boden nicht mehr verdichtet, dass ich das halt nicht mehr machen muss. Im neu angelegten Streifen habe ich dann hier noch einige Grünkohlpflanzen reingesetzt, zwischendrin auch ein bisschen Zuckerhut und Endiviensalat. Bei den Grünkohlpflanzen habe ich letztens auch schon mal den Grünweißling wieder gesehen. Mal gucken, wenn er da seine Eier reinlegt und die Raupen schlüpfen, ob mir die Vögel und die Wespen tatkräftig unter die Finger greifen oder ob ich da selbst ein bisschen Hand anlegen muss, bevor sie mir die ganzen Kohlpflanzen runterfressen. Also letzten Jahre hatte ich jetzt nicht so viele Probleme mit der Kohlweißlingraupe. Hat sich alles in Grenzen gehalten. Ich kann auch hier wunderbar sehen, dass ich mit den abgetrockneten Lavendelblüten gemulcht habe und hier ein bisschen die Küchenreste, die bei mir so anfallen, so geschälte Gurken, ein bisschen Obst, Zwetschgen, ein paar Avocados sind da auch mit dabei, Melonen, die halt hier einfach so als Dauerhumus mit dabei gehen und den Boden halt schön in die Fruchtbarkeit mit aufzubereiten, weil hier, wie ihr sehen könnt, der Boden ist dann doch sehr mineralisch und ich möchte den halt hier mehr einen höheren Humusgehalt reinbringen, dass er mehr schwarzerdig. Und hier im Hochbeet sind jetzt erstmal die Melonen gewichen, habe da ein bisschen Bokashi mit eingearbeitet und habe jetzt hier die ersten Herbstsalate reingesetzt, Zuckerhut und Olivie. Und auch hier gemulcht, damit halt jetzt in der richtig heißen und trockenen Zeit der Boden doch dennoch geschützt ist. Wenn es regnet, dann tue ich wahrscheinlich den ganzen das bisschen weg, damit der Regen besser in die Erde reinkommt. Wie steht ihr dazu? Team No-Dig oder Team Umgraben? Oder je nachdem, bei welchen Gegebenheiten die nötigen Werkzeuge auch nutzen. Heißt jetzt zum Beispiel normalerweise halt No-Dig, aber wenn man halt jetzt die Ressourcen nicht zur Verfügung hat und der Boden ziemlich stark verdichtet ist, dann halt das erste Mal gut umgraben, damit der Boden halt locker wird. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Kannst mir auch gerne einen Daumen nach oben geben, wenn dir das Video gefallen hat, dir dieses Video auch einen Mehrwert gegeben hat und ich auch weiß, welche Videos euch gefallen und welche auch nicht, damit ich auch dementsprechend dann für euch weiterhin solche Videos produzieren kann. Gerne könnt ihr auch Unterstützungsmöglichkeiten unten in der Videobeschreibung abchecken, damit ich halt hier weiterhin für euch noch bessere Qualität und Content bieten kann, damit ihr auch noch einen besseren Mehrwert auch bekommt, damit ihr hier mehr und mehr bei euch im Garten mit umsetzt. Noch zum Schluss, hier an der Seite findet ihr auch noch zwei weitere spannende Videos, die auch ihr unbedingt reinschauen solltet. Die werden euch bestimmt auch einen Mehrwert geben.